Du hast ein lokales Business, also ein Geschäft, das auf Laufkundschaft angewiesen ist. Das können ein Restaurant sein, das kann aber auch irgendwas im Bereich Dienstleistungen sein, ein Landschaftsgärtner oder ein Klempner, irgendwas in dieser Richtung. Ich gebe dir heute 10 Tipps an die Hand, mit denen du es schaffst, dass dein Business von Beginn an sofort durch die Decke geht. Der erste und aus meiner Sicht auch wichtigste Punkt ist, dass du dein Business bei Google registrierst. Wir haben dir hier einen Artikel von Google auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls du eingeloggt bist, hast du hier später mal eine Unternehmensübersicht, wo du auf einzelne Standorte bzw. einzelne Unternehmen zugreifen kannst. Wenn du das erste Mal machst, dann siehst du diese Seite hier, die sagt dir Google Unternehmensprofil und dann kannst du eben sagen, jetzt verwalten, so geht es quasi alles los. Anschließend musst du dich einloggen, wie quasi üblich bei Google und dann nach wenigen Schritten bist du quasi hier. Wenn du dann auf ein Business gehst, hast du die Möglichkeit hier diverse Sachen zu hinterlegen. Man landet hier meistens in der Google-Suche. Unter anderem kannst du hier dein Profil bearbeiten und im Profil nähere Angaben zu deinem Unternehmen machen oder auch die Öffnungszeiten hinterlegen, was super wichtig ist aus meiner Sicht, denn es gibt nichts Frustrierenderes als für einen Kunden, der jetzt zum Beispiel zum Abendessen in dein Restaurant kommen will und dann stellt er fest, dass ihr gerade Betriebsferien habt. Deswegen hast du hier die Möglichkeit, dass du quasi immer alles up to date hältst. Das dauert nicht allzu lange und sorgt dafür, dass du glücklichere Kunden hast, die dann auch gerne wieder zu dir zurückkommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du hier die Möglichkeit hast, auf Rezensionen, die andere Leute über dein Business bei Google hinterlassen haben, zu antworten. Ich brauche das jetzt hier nicht unbedingt, weil meine alle durch die Bank weg sehr positiv sind und ich hoffe, es bleibt auch so. Aber falls es mal vorkommt, dass du einen Kunden hast, der nicht allzu glücklich mit deiner Dienstleistung ist, kannst du hier zum Beispiel ein bisschen Kontext liefern und den Leuten erklären, warum das Ganze nicht so gelaufen ist. Selbstverständlich sollte das die Ausnahme sein. Dein Business kann nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn du auch einen guten Job machst. Aber das ist ja quasi selbstverständlich. Neben dem Google Business Eintrag gibt es auch noch einen Google Maps Eintrag. Und diese zwei Sachen sind nicht dasselbe. Es ist ein bisschen verwirrend. Wenn du jetzt dein Business auch bei Google Maps unterbringen möchtest, was ich dir auf jeden Fall raten würde, kannst du zurückgehen zu dem Artikel, den ich eingangs schon erwähnt habe. Und dann siehst du hier, welche Möglichkeiten es gibt, dein Business bei Google Maps zu registrieren. Wir machen es einmal gemeinsam. Es geht nämlich grundsätzlich ziemlich einfach. Du gehst quasi auf google.com/maps und dann gibst du die Adresse deines Unternehmens ein. Wenn du jetzt an der Adresse noch kein anderes Business hast, beziehungsweise wenn Google Maps da noch keins hat, hast du hier die Möglichkeit, nachdem du die Adresse eingegeben hast, hier oben, hier zu sagen, du möchtest ein Unternehmen hinzufügen. Falls es an der Adresse schon ein Unternehmen gibt, dann ist es minimal anders. Das kann zum Beispiel sein, wenn du dir ein riesiges Gebäude teilst mit vielen anderen Unternehmern, dann gibt es hier diese Option nicht immer. Zum Beispiel hier sagt er mir jetzt, dass es hier NextHub gibt, mein Unternehmen, das hier in Berlin ist. Ansonsten kannst du auch, wenn dieser Button bei dir aus irgendeinem Grund fehlt, oben auf die Navigation gehen und dann entsprechend hier sagen, dass dein Unternehmen hinzufügen möchtest. Das sind die zwei einfachsten Möglichkeiten aus meiner Sicht und dann im Anschluss hast du eben die Möglichkeit, dass am Ende so ein Unternehmenseintrag bei Google Maps rauskommt. Der macht es den Leuten nochmal einfacher, dich zu finden, was, wie gesagt, wenn du Laufkundschaft hast, wirklich, wirklich wichtig ist und natürlich auch den Leuten Rezensionen zu hinterlassen, die dir super weiterhelfen in deinem Business. Das musst du auch unbedingt aktivieren aus meiner Sicht. Manchmal kommt es noch vor, dass du die Adresse hier bestätigen musst. Das ist quasi in dem ganzen Prozess mit Google relativ einfach. Du bekommst dann eine Postkarte an diese Adresse geschickt. Deswegen ist es wichtig, dass an der Klingel nicht nur dein Name steht, sondern auch der Name deines Unternehmens. Sonst könnte es sein, dass der Postbote sagt, naja, ist ja offensichtlich nicht für dich. Wenn du diese Postkarte bekommst, hast du darin einen Code. Den musst du bei Google wiederum eintragen und dann ist die Adresse bestätigt und dein Unternehmen landet endgültig bei Google und du hast hier kein Problem mehr. Das war in der Vergangenheit immer notwendig, mittlerweile wird es meistens übersprungen, vielleicht ist es aber bei dir nochmal so, deswegen hier auch dieser Hinweis für dich. Damit sind wir bei Google durch und Google ist mit Sicherheit die wichtigste Plattform, gerade in Deutschland. Aber sie ist nicht die einzige Plattform. Aus diesem Grund würde ich dir auch dazu raten, dein Business bei Yelp zu registrieren. Yelp wird wesentlich weniger verwendet in Deutschland. Allerdings hast du natürlich dadurch auch den Vorteil, dass du ein großer Goldfisch in einem kleinen Wasserglas sein kannst, was besser ist, als ein relativ großer Fisch in einem riesigen Ozean zu sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, wir gucken hier nach Plumbers, also wieder den Rohrreinigern in der Nähe von Lichtenberg, dann kommt hier relativ wenig. Viele auf der Karte sind hier schon in Mitte von Berlin. Oder in Kreuzberg oder sowas. Und hier in Lichtenberg direkt haben wir nur 2-3 Einträge. Und ja, natürlich wirst du weniger Traffic über Yelp generieren,
als über Google Maps. Aber wenn du einer von ganz wenigen bist und dann auch noch einer von ganz wenigen, die bewertet sind, denn wir haben hier zum Beispiel Empfehlungen, der hier, der hat nicht mal eine einzige Bewertung. Ja, stell dir vor, du hast jetzt 2, 3, 4 Bewertungen jeweils mit 5 Sternen, dann kriegst du über Yelp durchaus auch mal Traffic. Gerade Leute, die aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind, in dem Yelp ein bisschen größer ist, insbesondere den USA logischerweise, werden diese Plattform auch hier bei dir nutzen. Und wenn du dann Englisch sprichst, hast du eine super Möglichkeit, Kunden abzugrasen, die keinen deiner Konkurrenten überhaupt auf dem Schirm haben, weil die nicht auf Yelp registriert sind. Zur Registrierung auf Yelp gibt es einen zeitlosen Blogbeitrag vom Yelp-Team selbst. Auch den verlinken wir dir selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Da wirst du einmal durch den kompletten Prozess geführt. Es wird dir erklärt, was Yelp ist. Und ja, wie gesagt, es ist nicht ganz so groß in Deutschland. Aber mit wenig Aufwand hast du hier eine weitere Seite und kannst nochmal ein bisschen extra Laufkundschaft generieren. Alle guten Dinge sind 3 bzw. 4, wenn man Google zweimal zählt. Und nach Google selbst und Yelp haben wir auch noch Facebook. Eine Facebook-Seite zu erstellen ist auch eine sinnvolle Maßnahme, die dir weiterhelfen kann. Du musst hier oben aufs Menü, wenn du bei Facebook eingeloggt bist, dann hast du hier die Möglichkeit, auf Seiten zu gehen. Und anschließend kommt hier oben direkt die Möglichkeit, eine neue Seite zu erstellen. Du kannst dann hier auch ein Business-Profil erstellen. Wie gesagt, das ist wirklich nur dann wichtig, wenn du Laufkundschaft haben willst. Für so Unternehmen, die jetzt zum Beispiel deutschlandweit aktiv sind oder bei denen sich alles online abspielt, ist eine Facebook-Seite nicht ganz so hilfreich. Ich zum Beispiel gewinne quasi keine Kunden über Facebook. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich den Account nicht so richtig pflege. Wir verlinken hier, wenn es neue Videos oder Livestreams gibt. Das funktioniert schon mal. Wir haben auch schon Kunden gewonnen über Facebook. Ist aber wesentlich relevanter, wenn du zum Beispiel einen Friseursalon hast und dort auch regelmäßig Bilder postest, was du wieder gemacht hast, was du angestellt hast und wie cool die Leute jetzt ausschauen, vorher, nachher, nachdem sie bei dir im Salon waren. Und dann kannst du hier auch ein bisschen Hype generieren und dafür sorgen, dass Leute gerne zu dir zurückkommen, die liken deine Posts, teilen deine Posts und dann erfahren es wieder andere Leute von ihnen, Freunde von ihnen, die dann auch zu zahlenden Kunden deines Businesses werden können. Analog kannst du dieses Vorgehen auch auf Instagram so durchführen. Du registrierst quasi dein Business auf Instagram. Wir kennen zum Beispiel hier das Baby Beach in Sulzbach am Main. Die machen super viel über Instagram und gewinnen quasi 90% ihrer Kunden auf Instagram und sorgen auch dafür, dass die Leute informiert bleiben, wann die offen haben, wann die mal im Urlaub sind, wann es irgendwelche Special-Angebote gibt und so weiter und so fort. Und das machen die alles relativ unkompliziert über Instagram und es funktioniert für die wirklich perfekt. Das ist ihr wichtigster Marketingkanal. Man könnte sagen, ihr einziger, das stimmt nicht ganz, die machen auch was auf Facebook, aber für die ist Instagram zum Beispiel eine wirklich, wirklich wichtige Quelle, um neue Leute in den Laden zu bekommen und es funktioniert hervorragend. Der nächste Schritt, den du gehen solltest mit deinem Business, ist, dass du es auf TikTok registrierst. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen absurd, gerade wenn du jetzt ein bisschen zur älteren Generation gehörst, zu der ich mich auch mittlerweile schon zählen kann. Wenn du brandneu auf TikTok bist, geht das Ganze relativ einfach. Du registrierst dich mit idealerweise einem bestehenden Account. Ich mache sowas gerne mit Google, wählst dann quasi ein Konto aus. Und nach wenigen weiteren Klicks bist du letzten Endes auf der Plattform angemeldet und eingeloggt. Du gibst dann auch deinen Geburtstag ein, machst nochmal weiter und dann bist du auch schon mit der Registrierung so gut wie durch. Du musst den Schieberegler bewegen, um das Puzzle zu lösen. Das ist fürchterlich kompliziert. Das sieht korrekt aus und dementsprechend bist du jetzt hier quasi durch. Ja, alle Bots dieser Welt freuen sich, dass sie endlich mal gesehen haben, wie das richtig funktioniert. Und jetzt brauchst du einen Benutzernamen. Der sollte idealerweise so lauten wie dein Business. Wenn er nicht mehr verfügbar ist, bist du quasi zu spät dran. Aber das ist auch nicht so schlimm, da machst du zum Beispiel ein DE dahinter oder in Berlin oder in Köln oder irgendwas in der Richtung und schon hast du mit wenigen Schritten dein Unternehmen auch auf TikTok registriert. Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist, gehst du hier oben auf die Einstellungen deines Accounts und dann möchtest du hier unbedingt aktivieren, dass es sich bei dir um ein Business-Konto handelt. Das sorgt quasi dafür, dass du jetzt auch Marketing auf Business machen kannst. Als Business erfährst du etwas mehr über deine Kunden, behauptet zumindest TikTok, hauptsächlich erfährt TikTok mehr über deine Kunden, aber du hast auch die Möglichkeit, 2, 3 andere Vorteile zu genießen. Sinnvoll ist es hier, eine Kategorie auszuwählen. Es kann gut sein, dass nichts dabei ist, was jetzt super 1:1 zu deinem Business passt. Also wir haben jetzt hier nichts zum Thema Internet, Online-Marketing, Webdesign. Eins der 14 Sachen, die wir machen. Aber wir können zum Beispiel eben sagen, wir sind hier im Bereich Software und Apps. Naja, ist nah genug dran, behaupte ich jetzt mal. Und so hast du dann quasi deine Business-Seite bei TikTok abgeschlossen. Du musst jetzt selbst gar nicht mega aktiv werden, obwohl das prinzipiell auch nicht die dümmste Idee ist. Was du aber machen kannst, ist, dass du jetzt einen Local Influencer bei TikTok suchst. Das muss niemand sein, der 10.000, 20.000 Follower hat, sondern du möchtest jetzt jemanden, der vielleicht 300 bis 500 Follower hat
und der testet Restaurants in deiner Nähe. Das heißt, wenn du eine coole Kneipe in Köln bist, suchst du dir einen Influencer aus Köln, sagst dem, komm nochmal vorbei, 10 Kölsch, gehen aufs Haus und bringst noch 3 Freunde mit oder sowas und die komplette Rechnung übernehmen wir. Als im Gegenzug möchten wir von dir aber nur, dass du quasi mal einen Beitrag postest. Das hört sich erstmal nach einem Minusgeschäft an. Wenn aber 10 der Fans von dieser Person diesen Post sehen und von den 10 kommen irgendwie 3 bei dir vorbei, hast du normalerweise schon wieder das Geld drin. Und es kann auch sein, dass sich dann so ein bisschen Hype entwickelt und über die Zeit, über 2, 3, 4 Monate, sich das so sehr gelohnt hat, dass du das quasi dauerhaft spielen kannst. Also wir kennen Restaurants, die haben das so gemacht und die sind damit von Beginn an quasi wirklich gut durchgestartet, haben dann Stammkunden aus den Leuten gemacht und dementsprechend hatten die keine Probleme und haben keine Starthilfe mehr benötigt darüber hinaus. Tipp Nummer 3 besteht jetzt darin, dass du Kleinanzeigen einstellst. Hier gibt es 2 Plattformen, die sich aus meiner Sicht besonders gut eignen. Das ist einmal kleinanzeigen.de, ehemals eBay Kleinanzeigen, die haben das eBay aus dem Namen gedroppt und sind dann auch instant schlechter geworden, was echt beeindruckend ist, weil so gut ist eBay eigentlich gar nicht. Mein Account wurde gesperrt, ich habe gefragt warum, man hat mir nie eine Antwort gegeben. Hey, cool. Ich hoffe, dass dir das nicht passiert. Es ist aber prinzipiell möglich, dass du hier eben sowas machst, dass du sagst, hey, wir machen Kopfsteinpflaster. Also nicht nur, wir verkaufen das, sondern wir richten es quasi bei jemanden ein und sorgen dafür, dass es bei der Person gut ausschaut. Du hast wieder den Vorteil, dass es nicht unendlich viel Konkurrenz auf der Plattform gibt, weil eben viele andere lokale Businesses viel zu beschäftigt sind, sich irgendwie auszudenken, wie sie Kunden finden können. Wenn du jetzt weißt, wie du die Kunden findest und eine Anzeige schaltest, meistens sogar kostenlos, was ja auch nochmal ein toller Vorteil ist, und so kommst du quasi an die Leute ran. Eine weitere Seite, die ein bisschen neuer ist als kleinanzeigen.de, ist nebenan.de. Das ist wirklich total auf lokale Sachen getrimmt. Also das ist jetzt weniger so wie eBay Kleinanzeigen oder ehemals eBay Kleinanzeigen, so deutschlandweit. Ja, hier ist es wirklich so, dass du in deinem Kiez bleiben sollst. Auch hier ist es wieder so, dass du einfach wenig Konkurrenz hast. Ich zum Beispiel habe mich dort angemeldet, um ein paar Playmobil-Burgen von meinen Kindern zu verkaufen. Und dann kriegst du jetzt E-Mails von nebenan.de, was eben der Standard ist. Und dann siehst du hier eine Info von öffentlichen Veranstaltungen deiner Umgebung. Und dann siehst du hier, dass mehrfach das Ashtanga Yoga Friedrichshain aufgeführt wird, immer mal wieder. Und der Grund ist, dass es so wenig andere Veranstaltungen gibt, die bei nebenan.de eingestellt sind, dass Leute überhaupt in die Konkurrenzsituation kommen und nebenan.de selbst sagen muss, ich möchte jetzt aber nur eine Veranstaltung von den Personen anzeigen. Das heißt, du bist wieder ein relativ großer Goldfisch in einem relativ kleinen Wasserglas und wie gesagt, es ist besser als ein Haifisch oder ein Walfisch in einem riesigen Ozean zu sein. Ja, du bist auf deinen Kiez konzentriert und in dem möchtest du deine Laufkundschaft gewinnen. Das geht eben damit auch extrem gut mit der Seite nebenan.de. Es gibt noch 2 weitere Verzeichnisse, die ähnlich funktionieren und die ich dir ans Herz legen möchte. Das eine ist Craigslist, das kennt man ein bisschen besser normalerweise noch. Das ist natürlich in Amerika viel, viel größer als bei uns, aber hier wieder das gleiche Prinzip. Gerade wenn du in einer Stadt wohnst, in der Leute aus Amerika auch mal rüberkommen, kannst du dir super einfach Kunden ranangeln, die eben nicht auf Google geschaut haben, die kennen einfach noch Craigslist oder wollen dort mal irgendwie einen Geheimtipp finden. Hier ist es wieder so, wenn ich auf Handwerker gehe und ich bin auf Berlin, dann finde ich ja am Ende irgendwie 10 Einträge oder sowas und aufgrund dieser relativ geringen Konkurrenzsituation ist die Chance relativ gut, dass jemand bei mir hängen bleibt mit meinem Handwerksbusiness. Es ist natürlich extrem empfehlenswert, dass du Englisch beherrschst, wenn du dort inserierst, denn wie gesagt, das ist eine Seite, die benutzen eher Leute, die vom großen Teich auf der anderen Seite hierher gekommen sind. Eine letzte Seite, die ich erwähnen möchte, die aktuell noch nichts macht, ist Amazon Home Services. Das ist ein Angebot bei Amazon, das sie quasi Handwerker vermitteln. Meines Wissens nach, und schlagt mich nicht, ist es aktuell noch nicht so mega aktiv. Also es gibt es quasi noch nicht bei uns in Deutschland oder ich habe es zumindest noch nie genutzt. Aufgrund der Bedeutung von Amazon, also wie groß Amazon einfach ist, jeder benutzt Amazon, manche Leute kaufen exklusiv bei Amazon ein, möchte ich es dir nur mal auf den Schirm bringen, damit du es quasi dran denkst, wenn das Ding irgendwann mal live geht. Moment, da habe ich schon mal was drüber gehört. Also registriere dich dann quasi dort und sorg dafür, dass deine Dienstleistungen auch bei Amazon vertrieben werden können. Üblicherweise ist es so, dass es auch, wenn man bei Amazon Artikel verkauft, dass Amazon einen relativ hohen Cut nimmt. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die kaufen nur bei Amazon. Du hast dann Bewertungen bei Amazon. Dementsprechend kannst du auch höhere Preise verlangen. Und dann lohnt sich das irgendwie wieder. Insbesondere, weil auch Amazon üblicherweise alles handelt, was mit Retouren, also beziehungsweise Beschwerden in dem Fall zu tun hat. Das heißt, du kannst quasi auf dieses ganze Framework von Amazon vertrauen, die für dich dafür sorgen, dass du gut bewertet wirst, vernünftig dargestellt wirst, aber dafür gibst du eben ein bisschen Geld ab. Also denk daran, dass du die Preise hier gegebenenfalls etwas erhöhen musst, wenn du dieses Netzwerk nutzt.
Wir schalten jetzt mal in einen anderen Gang, denn es geht jetzt nicht darum, wo du dich registrieren kannst, sondern es geht jetzt darum, wie du dich anders verhalten kannst, um dafür zu sorgen, dass dein Business mehr durch die Decke geht. Das Stichwort hier lautet Referrals, also dass dich jemand weiterempfiehlt. Der Bill Gates hat mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben und er bringt dir in seinen Büchern auch wirklich diese Methode bei, im Sinne von, du bist fertig mit der Arbeit bei jemandem und dann fragst du die Person, hey, bist du zufrieden mit der Dienstleistung? Meistens sagen die Leute dann ja. Und dann fragst du ganz direkt, gibt es eine Person, der du meine Dienstleistung empfehlen kannst, weil du der Meinung bist, dass ich ihr quasi auch weiterhelfen kann. Du wärst überrascht, wie viel das bringen kann. Es gibt manche Leute, die haben das einfach nicht auf dem Schirm, dass sie eigentlich einen Schwibschwager haben, der auch gerade mal einen Landschaftsgärtner braucht. Und dann, wenn du das denen so ganz bewusst ins Gedächtnis rufst, macht's plötzlich Klick und die sagen, ach ja, Moment, stimmt, der Horst, der braucht auch jemanden wie dich. Auf geht's, morgen nächster Auftrag. Das klingt wirklich ein bisschen lächerlich, man kann sich das kaum vorstellen, ist aber in der Praxis erwiesen, dass das Ganze funktioniert. Dementsprechend musst du das auch unbedingt mal ausprobieren. Im Zweifel kaufst du dir noch ein Buch dazu. Du wirst es nicht bereuen. Ich meine, es sind 10 Euro für das Buch. Wenn du dadurch 2, 3 Aufträge bekommen hast, hast du ihn normalerweise wieder drin. Jetzt wird es wirklich mal Zeit, den Boomer-Alarm zu läuten, denn mein nächster Tipp besteht darin, dass du Flyer auslegst. Und ich weiß, der ein oder andere sagt sich, Flyer? Benutzt das heute noch jemand? Nein. Und genau das ist der Punkt. Niemand macht es mehr. Du bist einer von wenigen, die noch mit Flyern arbeiten und dementsprechend holst du dir Aufmerksamkeit. Der Geheimtipp ist hier, dass du an Lieferunternehmen herantrittst, zum Beispiel eben UPS. Es geht nicht darum, dass du dir dort die Flyer drucken lässt, aber es gibt häufig, dass du einem UPS-Fahrer sagen kannst, hey, kannst du bitte die Flyer für mich austeilen? Und es gibt wirklich viele, die das machen, und zwar für einen echt schmalen Taler, weil es für die quasi keinen riesen Unterschied macht. Ja, ob die jetzt zu 20 Stationen fahren, um Pakete abzuliefern oder noch einen Flyer in der Hand haben und den mit reinwerfen. Es ist, wie gesagt, quasi kein Unterschied für die. Ich weiß nicht, ob das ein offizielles Businessmodell ist, zumindest in Deutschland nicht. In Amerika ist das gang und gäbe, habe ich mir sagen lassen, und es funktioniert wirklich gut. Das heißt, du könntest dir irgendwo einen Flyer drucken lassen, da gibt es ja mittlerweile genügend Alternativen. Sowas wie eben beispielsweise Flyer-Alarm oder sowas. Hast dann mal einen Schwung Flyer und dann kannst du direkt damit an den Start gehen. Als ich mit meinem Geschäft angefangen habe, vor 13 Jahren, haben wir irgendwie mal 300 Euro in Visitenkarten gesteckt und es kam mir damals wie unglaublich viel Geld vor. Wir haben immer noch welche von denen übrig, was natürlich heißen könnte, dass wir nicht auf genügend Events waren. Aber genauso ist es mit Flyern. Ja, das kostet einmal Geld, aber du kannst sie quasi ewig lang verwenden, solange sich jetzt da nichts ändert. Deswegen auch ein bisschen drüber nachdenken, was du alles draufschreibst, und dann hast du auch wieder eine Möglichkeit, den Laden voll zu bekommen, von Beginn an. Mein nächster Tipp besteht darin, dass du bezahlte Anzeigen schaltest. Diese bezahlten Anzeigen solltest du nicht direkt unendlich viel Budget reinknallen. Am besten eignet sich hier auch ironischerweise die Plattform Facebook, weil Facebook am besten darin ist, zu wissen, wo jemand wohnt. Noch besser als zum Beispiel eben Google oder auch TikTok. Das heißt, auf Facebook ist es gerade dann, wenn du irgendwas hast, was auf Laufkundschaft angewiesen ist, die beste Idee zu inserieren. Du kriegst es dann quasi fast garantiert hin, dass die Anzeige nur relevanten potenziellen Käufern angezeigt wird. Das Ganze geht relativ einfach, es geht aber noch einfacher, dort wirklich viel Geld zu verbrennen. Daher ist es mein Tipp an dich, dass du nicht so viel ausgibst, vielleicht 10% deines Gewinns, nicht Umsatzes, Gewinns, um damit mal ein bisschen zu testen. Denn grundsätzlich ist es so, dass es sich total lohnt, die Erfahrung zu sammeln, was mit bezahlten Anzeigen alles möglich ist. Wenn das Ganze gut für dich funktioniert, natürlich, dann skaliert es. Gib doppelt so viel aus, wenn doppelt so viele Kunden kommen, super, noch mehr Geld rein, bis du den Laden richtig, richtig voll hast und quasi dich gar nicht mehr vor Kunden retten kannst. Das Ganze funktioniert grundsätzlich gut mit bezahlten Anzeigen bei Facebook. Das Ganze geht auch auf TikTok relativ gut. Und zuletzt bei Google in dieser Reihenfolge. Denn bei Google ist es so, dass bei den Google Ads am besten Businesses laufen, die direkt online verkaufen. Also wenn man einen Online-Kurs verkauft oder irgendwas in diese Richtung, ein Coaching, etwas, was übers Telefon funktioniert, dann ist Google eine gute Wahl für so ein örtliches Geschäft, zum Beispiel eher nicht. Also stell dir vor, jemand möchte Pizza bestellen, dann geht er normalerweise nicht über Google, sondern direkt eher auf so eine Seite wie Lieferando, um dort direkt die ganze Aktion bis zum Ende durchzusehen und dann zu wissen, die Pizza kommt gleich und nicht das Telefon in die Hand zu nehmen. Denn wir wissen ja, die Generation Z, die möchte eigentlich nicht mehr mit Leuten reden, die möchte alles online machen. Wir gehen in den Endspurt und haben noch 3 Tipps für dich. Nummer 7 ist jetzt, dass du eine E-Mail-Liste aufbaust. Das klingt ein bisschen kontrovers, gerade für ein lokales Business.
Aber stell dir vor, du gehst ins Restaurant, du bist quasi dabei zu bezahlen und der Kellner fragt dich, hey, möchtest du 10% weniger bezahlen? Dann sagst du sofort, ja klar, was muss ich tun? Niere verkaufen, kein Problem, ich habe zwei. Und dann sagt er dir, nee, einfach nur die E-Mail-Adresse angeben, wir packen dich auf den Firmen-Newsletter. Das sagt quasi niemand nein. Und du hast jetzt plötzlich die E-Mail-Adresse und mehr oder weniger einen warmen Kontakt. Die Person hat eine positive Erfahrung in deinem Geschäft gemacht. Dann schickst du der nächsten Monat oder wenn irgendein besonderer Anlass ist, Weihnachten, Valentinstag, Halloween-Party bei dir im Restaurant, eine E-Mail und sagst, hey, möchtest du nicht dieses Ereignis noch cooler machen, jetzt reservieren und so weiter. Und dann hast du wieder die Möglichkeit, den Leuten zusätzliche Anreize zu bieten und die Hütte richtig voll zu bekommen. Und das funktioniert auch in anderen Bereichen. Also selbst wenn du jetzt Klempner bist, der normalerweise nicht monatlich bei Leuten vorbeikommen muss, kannst du einfach mal sagen, hey, wir haben jetzt hier ein Sonderangebot. Falls du jemanden kennst, bei dem das Rohr tropft, können wir dir quasi weiterhelfen oder deinem Freund einfach weiterempfehlen und du kriegst von uns vielleicht sogar noch Cashback von 20 Euro. Ja, wenn du als Klempner bei Sondereinsätzen 100 Euro die Stunde verlangst, ist das eine relativ geringe Marketingausgabe. Gerade dann, wenn du zum Beispiel auf Brevo setzt, bei denen du die ersten 300 E-Mails, die du jeden Monat versendest, komplett kostenlos erhältst. Das heißt, du zahlst nicht mal etwas dafür. Also es gibt hier diverse Möglichkeiten, wie du auch aus diesem Kanal wirklich Geld machen kannst, obwohl es nicht so naheliegend ist als lokales Business. Tipp Nummer 8 ist hier immer wieder mal durchgeschieden und zwar geht es darum, dass du dir wirklich aktiv Reviews von Leuten holst. Es ist zulässig, dass du dem Influencer sagst, komm mal bei uns in den Laden rein, du und deine Freunde essen umsonst, wir brauchen nur ein Review auf deinem Kanal. Genauso ist es zulässig, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass Leute mir kleinere Sachen schicken, kannst du mal kurz irgendwie einen Fehler auf der Webseite ausbügeln. Ich weiß, es dauert nur 10 Minuten, ich schreibe dafür keine Rechnung und ich sage den Leuten, hey, schreibst du eine Rezension dafür, das wäre mir ehrlich gesagt fast lieber, als deswegen Rechnung zu machen über 20 Euro. Und dann schreiben mir Leute teilweise die wirklich nettesten Reviews. Also ich bin immer noch geflasht. Hier zum Beispiel hat die gute Dagmar mal geschrieben. Ja? Und die Leute sagen dann, das ist so nett von der Person, dass der das umsonst für mich gemacht hat. Natürlich nicht die beste Werbung, weil dann andere Leute auch glauben, dass sie alles umsonst bekommen. Aber es ist nicht so, dass sich jeder jede Rezension im Detail durchliest. Am Ende bleibt hier im Kopf hängen. Es gibt hier 19 Rezensionen und die haben zum Beispiel einen Durchschnitt von 5,0. Das habe ich bei mir selbst schon bemerkt. Es war hier jemand, der eine Webdesign Agentur hat und es sieht hier mega überzeugend aus und ich war so, wow, der ist ja wirklich cool hier, der Man muss was drauf haben, bis ich dann drauf geklickt habe und festgestellt habe, dass die Person weniger Rezensionen hat als ich und da habe ich nicht mal drüber nachgedacht. Ja, das heißt, mein Vertrauen war schon da bei jemandem, der sogar schlechter, das soll jetzt nicht heißen, dass diese Agentur schlecht ist, aber wir haben halt mehr Bewertungen als die Person und ich habe mich selbst quasi im Kopf kleiner gemacht und dachte, der muss es ja richtig drauf haben, der hat ja hier überall nur 5-Sterne-Bewertungen und dabei ist das gleiche für mich selbst eben auch war. Und diesen Effekt kannst du auch bei potenziellen Neukunden bei dir erzeugen, wenn du dafür sorgst, dass du genügend positive Rezensionen hast. Ich zeige dir hier nochmal, wie man das Ganze auf die Spitze treiben kann. Das ist hier die S&K Rohrreinigung in Berlin. Der hat 5,0 als durchschnittliche Bewertung bei 94 Bewertungen. Das ist der absolute Wahnsinn. Der gute Mann muss sich quasi nie darum kümmern, wie der wieder neue Kunden gewinnt. Denn in Berlin ist es normal, dass du schon 5 Sterne gibst, wenn jemand pünktlich da ist. Und der macht nicht nur das, sondern der löst sogar noch deine Probleme. Es ist schon so, krass. Also, das ist wirklich eine Möglichkeit, wenn du darauf pickst, dass Leute dich bewerten, dass du am Ende dauerhaft neue Laufkundschaft bekommst. Damit haben wir jetzt den Bogen gespannt und kommen auf Tipp Nummer 9, der darin besteht, dass du deinem Business eine Webseite gönnst. Ich sage dir das als Webdesigner, es ist weniger wichtig, eine Webseite zu haben als lokales Business, als den Eintrag bei Google Maps zu haben bzw. bei Google Business registriert zu sein. Also das ist von der Hierarchie her wirklich weiter hinten. Das ist nicht so wichtig. Es ist aber so, dass eine eigene Webseite deinem Business mehr Trust verschafft. Wenn du eine Webseite hast, bist du auch ein legitimes, ein echtes Business. So denken Leute. Vielleicht nur unterbewusst, ist aber so. Gerade wenn die Webseite dann optisch was hermacht, ist das nochmal ein Vorteil. Und du musst hier gar nicht so viel Content reinschmeißen. Es reicht hier zum Beispiel eben auch zu sagen, hey, ruf uns einfach an bzw. schreib mir eine WhatsApp. Das ist auch in vielen Fällen bei einem lokalen Business sogar noch die bessere Wahl. Du kannst hier natürlich nochmal richtig Punkte sammeln, zum Beispiel wenn du die Google-Bewertungen hier nochmal einbindest, das ist auch eine total zulässige Möglichkeit und eine gute Möglichkeit und ansonsten könnte man hier so ein paar Kleinigkeiten machen. Man gibt einfach an, was man alles für Dienstleistungen erfüllen kann, damit die Leute eine bessere Idee davon haben und das hilft dann natürlich auch nochmal im Hinblick auf SEO. Also das heißt, wenn jetzt jemand sucht nach Kanalreinigung Berlin, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass deine Webseite dabei rankt und du wieder eine Anfrage bekommen kannst. Und jetzt kommen wir abschließend zum Tipp Nummer 10, dem letzten Tipp, der auch nur so ein halber Tipp ist und zwar besteht er darin,
Mach nicht alles auf einmal. Ja, ich weiß, es war jetzt sehr viel Input und vielleicht hast du direkt Feuer gefangen und sagst jetzt, ich muss jetzt Anzeigen schalten, ich muss jetzt zu UPS rennen und Flyer verteilen lassen für mein Business und ich muss jetzt eine Webseite haben, wobei wir gerade gesagt haben, dass das gar nicht so wichtig ist. Mach langsam. Es ist vollkommen okay, dass du dich erstmal auf einen oder zwei von den Aspekten konzentrierst. Die gehst du an und dann in 2 Wochen, in einem Monat, je nachdem wie dein Geschäft so läuft, konzentrierst du dich auf den nächsten Punkt aus diesem Video. Bitte versuch nicht alles auf einmal anzugehen, denn es gibt nichts Schlimmeres als jemanden, der für sein Business brennt, der wirklich was Cooles auf die Beine stellen will, aber sich dann quasi übernimmt, das Feuer erlischt und dieses coole Business, das total durch die Decke hätte gehen können, wird gar nicht groß, also stirbt sofort wieder aus. Deswegen mach ein bisschen langsam, schau dir das Video vielleicht auch nochmal an, schreib dir mit, was für dich am relevantesten ist oder leite es an jemanden weiter. Jetzt sind wir hier beim 1:1 Referral, der auch ein lokales Business hat und der 2 oder 3 von den Tipps gebrauchen könnte, die hier in dem Video erwähnt worden sind. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Du konntest, wie gesagt, ein bisschen was mitnehmen. Falls ja, wäre es super nett, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst. Wir haben auf dem Kanal noch diverse andere Videos zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Entrepreneurship, die in diese Richtung gehen. Und falls du mal eine Webseite brauchst, weiß jetzt, auf welche Person du zukommen kannst, schreib uns einfach an info@nexthub.de und wir können auch deinem Business zu mehr Erfolg im Netz verhelfen. Mach's gut, bis bald.